Ohne Lene läuft nichts. Sie hat die Finanzen im Blick, sorgt dafür, dass das Team nicht verhungert und dafür, dass in Fußgängerzonen gefilmt werden darf. Also als Produktionskoordinatorin ziehe ich alle Fäden oder ich koordiniere, dass zum Beispiel der Schauspieler überhaupt zu dem Filmprojekt kommt und am Ende auch bezahlt wird und weiß, wann er wo sein muss, wenn die Dreharbeiten stattfinden. Lene arbeitet bei einer Produktionsfirma für Image- und Unternehmensfilme auf dem Bavaria Filmgelände. Glanz und Glamour und große Stars, sie ziehen ihrem Arbeitsalltag aber eher selten. Also ein ganz normaler Arbeitstag in meinem Berufsalltag sieht relativ unspektakulär aus im Vergleich zu der Vorstellung eines vielleicht möglichen großen Filmsets. Es ist viel Computerarbeit, viel E-Mails, sehr viel Telefonate, Absprachen. Hallo, du, ich habe mir gerade die Drehliste oder so für morgen, für Mittwoch angeguckt und war jetzt ein bisschen, ich hatte nicht ganz konzentriert gelesen. Er wollte noch Gabelstapler in Sack und. Eine ganze Liste voller Wünsche. Lene muss für das nächste Filmprojekt noch Gabelstapler, Trockeneis und das Catering organisieren. Also, ich habe ja gerade angerufen gehabt. Ich habe ein Filmprojekt, das ich von vorne bis hinten betreue. Und neben der natürlich irgendwie am Anfang Beratung und Konzeption und der Produktion an sich ist das jetzt die Postproduktion beziehungsweise auch wirklich der letzte Gang, nämlich dass Änderungen nochmal angefallen sind. Da stand ja jetzt hier gerade BMW Apps. Und da sollte aber stehen BMW Connected Drive. Nach einer Viertelstunde ist auch dieser Punkt auf der heutigen To-Do-Liste abgehakt. Und Lene macht sich auf den Weg zum letzten Termin des Tages, Feierabendverabredung im Kino. Privat natürlich gibt es nichts Schöneres, als irgendwie das Montagskino zu genießen und Filme mitzuerleben, aber auch eben nicht nur die großen Kinofilme, sondern natürlich auch das Fernsehen. Oder dann in dem Fall geht man auch tatsächlich total auf in den kleinen Filmen, in den 30, 60 Sekunden, die dann online laufen. Die unter der eigenen Verantwortung erstellt wurden.